Herzlich willkommen zu Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen hier auf Schoki Banuki New Television. Das da ist der Christian und ich bin der Marc. Guten Tag. Tag zusammen. Ja. Marc, hast du uns was mitgebracht? Heute am 19. Dezember habe ich das Geburtstagskind des Tages mitgebracht. Da bin ich mal gespannt. Jennifer Beals. Ah! Von? Fame. I wanna live forever. Flashdance. Genau, Flashdance. Ja, genau, ja. Genau, Flashdance. Jennifer Beals, ja. Geburtstagskind des Tages am 19. Dezember. Alles Gute und tanz weiter. Tanz weiter. Die ja. Tanzt wahrscheinlich immer noch. Ja, tanz ab. Tanz ab. Tanz ab. Kannst du tanzen? Ja, dann tanz ab. Genau. Was war noch am 19. Dezember? Am 19. Dezember 1692 bekam Ernst August von Braunschweig vom Kaiser Leopold I. die Kurwürde verliehen. Jetzt fragen sich natürlich alle, und das auch zu Recht, was ist eigentlich eine Kurwürde? Ich muss sagen, ich habe gar keine Ahnung. Und das ist die Frage heute an euch. Das ist heute die Frage an euch. Findet's raus und in die Comments. In die Comments bitte mal einmal ganz kurz rein. Was ist die Kurwürde? Was ist die Kurwürde? Ja. Damit ihr nicht ganz ohne Wissen rausgeht, haben wir euch noch mitgebracht den Fakt des Tages. Fakt des Tages, lieber Marc, liebe Leute da draußen, Giraffen können nicht husten. Was? Können sie nicht? Giraffen können nicht husten. Wenn die einen Kratzen im Hals haben, und das ist bei Giraffen echt fies, wenn die einen Kratzen im Hals haben, dann machen die nicht so, wie wir machen. Warum? So. Sondern können die nicht. Und was ist, wenn die erkältet sind? Dann werden die wahrscheinlich fürchterlich so aus der Nase Schleimabsonderungen haben und so weiter. Ne? Aber die husten nicht. Husten ums Verrecken. Sie, verschlucken sie oder husten ums Verrecken nicht, nein. Kann sich eine Giraffe eigentlich verschlucken? Nee, weil sie nicht husten kann. Ach so. Deswegen. Könnt ihr? Macht euch mal Gedanken drüber. Wenn ihr das nächste Mal im Zoo seid oder bei euch eine Giraffe vorm Haus langläuft, sagt ihr, ey, kann ich husten. Vielleicht seid ihr im Umgang mit Giraffen demnächst etwas nachsichtiger, richtig, jetzt wo ihr wisst, dass sie nicht husten können. Richtig. Und ich finde es auch nicht schön, wenn ihr vor einem Giraffengehege und so irgendwie macht. Giraffen können das nicht. Das ist gemein. Macht das nicht. Nein. In diesem Sinne. Denkt mal drüber nach. Denkt mal drüber nach. Und tschüssikowski. Bis demnächst. Mhm.